So, hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires, Folge 37 müsste es sein. Ja, ich bin jetzt mal nicht mehr im Stream unterwegs, sondern werde das Ganze hier spontan ein bisschen offstream aufnehmen und das dann quasi zu einzelnen YouTube-Folgen machen. Ich sage gleich dazu, es wird katastrophal. Ich habe ja vor der letzten, die letzten zwei Folgen sind entstanden, nachdem ich 2,5 Wochen nicht gespielt habe. Und wie ihr hier seht, 19.03. war das, ja. Und wir haben jetzt den 7.4. mittlerweile. Und seitdem habe ich nichts gespielt. Nichts. Ja? Und ja, dementsprechend wird das Ganze katastrophal werden. Aber ich dachte, ich habe Bock, mal wieder ein bisschen Age of Empires zu spielen. Springen wir einfach mal rein. Ohne Vorbereitungsmatch, ohne alles. Das wird schon. Kein Thema. Kein Thema wird das. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, wenn ich jetzt verliere, steige ich in Gold 1 wieder ab. Das Schöne an diesem schönen Matchmaking-System ist ja, dass wenn man schlechter wird, dass man dann irgendwann auch wieder gegen schlechtere Gegner gestellt wird. Und dann passt das alles auch halt schon wieder halbwegs. Und ja, ich glaube, dass ich komplett raus sein werde, ehrlich gesagt. Aber ja, wir schauen mal. Ich werde jetzt auch, glaube ich, versuchen, also mein Plan ist jetzt, dass ich, weil ich habe halt nicht Zeit, das viel zu spielen, so, aber dass ich versuche, so alle paar Tage mal ein Match zu machen, dass vielleicht auch die Folgen, die ihr seht, dann wieder halbwegs aktuell sind. Ein bisschen Puffer habe ich im Moment noch, so bis Mitte, Ende April eher, aber ja, ich werde dann versuchen, dass das wieder halbwegs aktuell ist, so lange, wie ich es eben mache, denn das muss ich auch betonen, ich werde wahrscheinlich Age of Empires hier nicht bis in alle Ewigkeit spielen. Aber halt auch immer mal reinschauen in neue RTS und so weiter. Versteckt, die kenne ich nicht mal, die Map. Die haben neue Map. Haben die in der Mitte der Season neue Maps reingepackt? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Die war noch nicht von Anfang an drin, die Map, oder? Ach du Scheiße, das habe ich in der Map, die ich nicht kenne. Na geil. HRE, okay. Colt hat. So. Wo ist mein Stein? Da. So. Alles direkt schnell langsam. So, jetzt ist halt die Frage. Man ist aber nicht komplett von Holz umzingelt, oder? So, es ist einfach nur eine Menge Holz in der Mitte. Wenn ich das jetzt hoffentlich richtig sehe. Ey, ich mag das nicht, dass man nicht so präzise dingsen kann. So. Einer von euch baut mir bitte ein Haus und einer von euch baut mir bitte eine Militärschule. Nach da. So, und ich werde es wieder so machen, dass ich einen aufsteigen lasse, weil das hat sich für mich persönlich ganz gut bewährt. Ich weiß, es ist laut den diversen Builds und so weiter, das ist natürlich totaler Mumpitz. Aber we will try. So, erstmal die Nahrung voll machen. Haben wir schon mal 4 Schafe. Dann gehen wir hier hinten in der Ecke mal gucken. Und mal bei ihm rum. So. So, einen mehr auf Nahrung. Dann Gold. Da schicken wir einen schon mal hier hin. Und ich weiß, man nimmt eigentlich auch weniger auf Holz und so von dem, was mir gesagt wurde und was ich so gesehen habe. Aber ja, für mich hat es so jetzt immer ganz gut funktioniert. In der Theorie her. So, noch einen auf Food.
dann 3 auf Gold. Ey, da war doch sogar gerade angezeigt, dass der Shift-Click zurückgeht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich halt for real nicht. So, wir geben den noch ab. Und dann gehen wir einmal hinten bei ihm rumgucken. So, wir brauchen ein zweites Haus. Und wir werden dann jetzt auch anfangen. Dann da drüben zu sammeln, damit wir effektiver Holz sammeln. Ja, wahrscheinlich muss ich auch einfach früher rüber scouten, ne? So, wir werden hier jetzt schon mal noch 2 auf Holz schicken, damit das auch passt. Ich denke, dann sollten wir ganz gut ankommen im nächsten Age. Müssen die auch schon mal loslaufen? Dass wir mit dem Scout irgendwas Gutes sehen. Es kann natürlich auch sein, dass er hier auch direkt pusht. Schauen wir mal. So. Hier baut mir hier, nein, die Zwillingsmätresse hin. Mätresse? Mätresse ist wahrscheinlich das falsche Wort. Die Zwillingsmätresse. Sure, sure. Wer kennt sie nicht? Muss ja irgendwo hier sein, eigentlich. Da ist ein Scout. Ja, kommt ein Stall. Dass ich das nicht überlebe, aber wir gucken einfach mal. So. Okay, da ist ein Gold. Das steht alles sehr ungünstig für mich. Gucken wir einfach mal. Ja, guck mal allein, wie viel später ich jetzt gerade wieder dran bin als normalerweise. Jetzt schon immer mit dem Age-Up war. So, wir werden hier auf jeden Fall schon mal eine Kaserne mit ranbauen. Und gleich eine zweite Militärschule und einen Stall. So. Hier auf Holz. Hier baust du die nächste Militärschule. Ja, ich hätte viel früher rüber gemusst. Das Upgrade für die Speerkämpfer. Oder bei die Fische. Wir nehmen das Upgrade hier mal. Mal probieren. Okay, da kommt ein Waffenknecht. Dann einfach mal hier rüber. So. Hier werde ich auf Sipahi gehen. Full on.
und versuchen zu stressen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine Schmiede. Archery Range. Und sei es, dass wir da einfach immer mal wieder reinlaufen und contesten. Oh, wir brauchen dringend Häuser. Machen wir mal kurz mit beiden Goldleuten. Wir holen uns hier die Schafe nochmal. Ja, ja, Bevölkerung erreicht, habe ich mitbekommen. Yachturu Bashtak. So. Hier hat schon wieder irgendwas nicht geklappt. So. So, ihr baut euch hier mal einen Turm hin. Holen uns die Verteidigung. Und hier mal noch den Markt hin. Ich glaube, das reicht auf Gold tatsächlich erstmal. So, dann 4. Auf die, wurde mir gesagt. Ach, hat die hier rausgenommen. Okay. Gut, sollte dann passen. Warum? Aber guck mal, allein das meine ich so. Allein, dass ich das gerade nicht mitbekommen habe, ja. Dass da ich angegangen wurde. Oder bringt mir das was? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Das ist die große Frage. Ist das hier als sein Trade gedacht oder das hier? Okay, da kommt er. Scheiße, das ist schlecht. Meine Armee ist hier. So, machen wir den Rest von 4 noch hier. Hier baut mir bitte Häuser. Gehen wir auch mal hier ein bisschen zu nerven. Nein, dann kommt hier rüber. Okay. Lass mal abwarten. So ein bisschen Gold wäre wahrscheinlich ganz gut.
Ja, das ist halt so das, was bei mir immer noch so ist. Mir wird dann gesagt, ja, ich sollte. Ich muss den Vorteil nutzen und halt immer rein raiden und so weiter. Dann sitze ich halt da. Und bin so, ja, aber. Den Scout da rausnehmen. Und bin so, ja, aber. So. Wieder raus da. Ja, das verliere ich doch schon wieder. Weil ich kann jetzt nur mit Masse was erreichen. Im Zweifel. Ich denke, verteidigt kriegen wir es. Hier hat auch Gold. So, noch eine Militärschule. Stelle mich gerade echt ja nicht gut an. Aber gut, ja. Ne? Wenn es vorher schon nicht rund lief und man dann noch Pausen drin hat, Ewigkeiten, ist natürlich schlecht. So, ihr geht erstmal hier hin. Vier von euch gehen hier an die Büsche. Das soll angeblich funktionieren. Also wenn wir mal jetzt rein damit zu verteidigen. Wollen wir auch noch hier mal Meter. Das ist jetzt Ritterzeit, das ist natürlich schlecht. Aber können wir auch gleich. Wir machen mal kurz so, so. Und dann die Rüstkammer. Und sei es aber einmal erstmal zur Intel-Beschaffung. Nicht sieht. Soll ich mal einen Scout kurz bauen? Ach, das war ganz, ganz ungünstig. So.
Dann würde ich sagen, hier gehen wir auf Armbrustschützen. Hier auf Mangen. Wir brauchen immer noch mehr Holz. Und einen auf Stein. So. Wir machen erstmal schnellere Militärschulen, würde ich sagen. Bauen hier noch die nächste. Okay, da hat er Gold, das sollte man uns merken. Das sollten wir uns merken. So, du baust hier mal eben so ein Ding hin. Schicken wir jetzt mal ein paar auf Stein. Also so 100 pro ralle ich das Prinzip mit dem Ding hier noch nicht. Wahrscheinlich, weil die von den Büschen dann dahin gehen, ne? Weil es wird immer gesagt, man soll nur vier darauf. Okay, ich muss auf jeden Fall... Hallo? So. Felder schon mal hochziehen. Dann versuchen wir mal, von da unten wird damit rechnen. Da einmal reinzupoken. So, brauchen wir jetzt mal ein paar mehr auf Stein, definitiv. So. Achso. So. Ihr transitioniert schon mal hier rüber. Wenn ihr da fertig seid, ihr auch. Und ihr dann auch. Dann wollen wir das mal. Upgrades. Häuser brauchen wir. So, Stein ist durch. Dann jetzt nochmal mehr auf Holz. So, müssen wir gleich zum Gold transitionen. Die Map ist ziemlich riesig, kann das sein? Also für Age of Empires Verhältnisse? Würde ich sagen, ist das ziemlich riesig hier. Also finde ich ganz cool. Ach fuck, da hat er noch Stein gehabt. Ja, die lassen ihn abwärts, ne? Na egal. So. Warum? Warum, Alter? Ich... Also manchmal sitze ich wirklich da und denke einfach nur, warum?
So, ihr alle. Schaut mir hier die Uni hin. Hier geht hier ans Stein. So, zu vertreiben hat es gereicht. Ihr geht hier rüber. Das ist die 5. So, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel mehr auf Gold. Sehr viel mehr. Wir switchen auf Janitschare aus denen. Wir wollen hier nämlich auf die Witter, würde ich sagen. Irgendeine. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt sehen wir, haben wir da uns gehabt. So. Und hier mal eine Sicherheitsburg hinbauen. Eine Sicherheitsburg ist auch irgendwie ein schöner Begriff, oder? Sir, wir brauchen eine Sicherheitsburg. Wir gehen auf Mass. Of course habe ich ihn nicht richtig gerallied. So, ich kann es jetzt mit einem bauen lassen, weil wir brauchen eh noch ein bisschen. Brauchen eh noch ein bisschen, um das versorgen zu können. Das ist wirklich gerade so ein klassisches Spiel. Beide wissen so grundsätzlich schon, wie das Game funktioniert, aber können es beide nicht gut umsetzen. Das ist gerade so. So die Situation. Ich werde die Bogenschützen jetzt nicht upgraden, sondern die sollen halt wirklich einfach mehr so ein bisschen. Als Dings herhalten. Was möchte ich sagen? Worte. Da ist jetzt auch Imp. Ja, es ist ja gerade ungünstig, dass die Ritter noch nicht da sind. Und dass ich kein zweites TC habe. Ich überlege, ob ich es schnell noch baue, weil ich glaube, es würde sich immer noch lohnen. Scout soll mal hier bitte gucken. Bevor wir da jetzt committen. Ja, Nietzsche Upgrades. Ach, fuck. Ja. Ey, da haben wir schon einen HRE, der die Reliquien nicht nimmt und verhauen es, die zu nehmen, ja. So, dann würde ich sagen. Town Center. Ja, wir haben immer noch ordentlich hinterher zu produzieren. So, wir switchen hier auf Kanonen. Der Stein ist wieder alle. Dann könnt ihr da mithelfen und dann schon mal nach da gehen.
Ja, haben wir schon jemanden, haben wir schon HRE, der die Reliquien nicht gut nimmt? Also er hätte ja auch alle fünf mittlerweile haben können. Easy. Und Camelize nicht. Wahrscheinlich bringt es nichts, so, aber wir gucken mal, weil er hat die, glaube ich, alle weggetragen. Also, warte mal, hier brauchen keine fünfte Mange, das ist Quatsch. So, wir brauchen nämlich auf jeden Fall mehr auf Food noch. Ganze Menge sogar eigentlich. Hat er hier noch Gold? Ne, ist schon alle. Okay, dann ziehen wir erstmal kurz zurück. Dann gehen wir lieber eher noch ein bisschen mehr auf die kritische Masse gleich. So. So, Gold passt jetzt eigentlich. Wobei wir können eigentlich noch vier mehr adden. Eigentlich darf ich jetzt gerade schon keine Einheiten mehr produzieren. Weil meine Economy ist noch nicht da, wo ich sie gerne hätte. Das habe ich ein bisschen verbaselt. So, wir nehmen die eine heilige Stätte. Shit, das war zu befürchten. Aber wir können das vielleicht kurz nutzen. Reiter. Reiter only fast. Das sollten wir dann aber rein von der Army her eigentlich gewinnen. Also rein von der Army her sollten wir das dann eigentlich packen. So, der soll wieder mal rumreiten. Das kann nicht. Das wäre eine weirde. Ja, eine weirde Army Composition. Ja, ich nehme jetzt in Kauf, dass meine Händler da sterben. So, die Upgrades gehen alle durch. So, theoretisch sollte das jetzt aufgehen, hier, mit der Nahrung. Ja, ist aber so, ist jetzt nicht die optimale Absicherung. Ich verstehe manchmal nicht, warum ich die 5 habe, warum hier nicht alle Upgrades angezeigt werden. Gehen wir uns einfach mal auf. So, okay. Da ist eine Burg. Aber wir probieren jetzt einfach mal unser Glück. Stein ist schon wieder alle. Ja.
6. Wir fahren mal hier rum. So. Wir nehmen das mit. Oh, lol. So, warte mal, können wir mal gucken, hat er Trade? So, versuchen wir die Burg da rauszunehmen. Nein, ihr baut das hier bitte erst fertig. Ja, genau, lauft halt auch. Mann, Leute. Ich vergesse immer wieder, wie strunzdumm die Wegfindung teilweise ist. Mein Ja ist auch mein Fehler, gebe ich zu. Och Mann, nee. Wo sind eigentlich meine Mangen, wenn ich mal fragen darf? Wurden die rausgenommen? Hab ich da irgendwas übersehen? Ja, kein Trade, interesting. Nee. So. Okay. Ganz ehrlich, da fahren wir wahrscheinlich mit Armbrustschützen jetzt gerade sogar besser. Erstmal das Gold, bevor wir zu unsicherem Gold müssen. Warum sind die da nicht rangegangen? Ich. So, nicht übertreiben. Ey, warum kommen denn da schon wieder Schwerträger? Auch weil ich hier nicht. So. Herkes istima etsin. Evamiri cedid usul eder. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Ne zaman? Evamir emriniz. İleri. Seyredin istihayı muazzam. Ja, was sehr, sehr ärgerlich gerade ist, ist, dass ich meine Mangen an irgendeinem Punkt habe ich meine Mangen weggeschmissen. Ich
Vielleicht war da so ein Hitsquad von ihm, als ich gerade runter bin. Und dann sollten wir hiermit eigentlich besser fahren als mit den Janitscharen wahrscheinlich. Ach, Mann. Nicht falsch verstehen, das ist definitiv mein Fehler. Definitiv mein Fehler. Okay, ich sag mal so, es reicht ja auch im Prinzip, wenn wir ihm jetzt Stück für Stück die Map abschnüren könnten. Das wäre ganz geil. Versuchen wir hier eine Burg hinzubauen. Okay, schaffen wir auch so. Gut. Okay, das ist natürlich recht schlecht jetzt gerade. Also vier, ich weiß nicht wie genau, wie es gemeint ist, weil mit vier Leuten... So, nehmen wir hier. Mal hier rum. Hier auch. Keine Ahnung, was das. Oh Gott, warum kommen hier. Warum kommen hier 30. Ach so. Ja, schlecht. Ganz schlecht. So, wir werden mal die Reinforcements von 4 machen wir nach hier. Zurück müssen raus. Jesus, ey.
Och, reiten die jetzt alle darum? Och, nö. Ich hab kein Gold mehr. Och, nö, ich verliere das hier auf den letzten Drücker noch, oder wie? Wird wahrscheinlich nicht klappen, aber... Oh, das hat geklappt. Holy shit. Nein. Ach man, ich bin so dumm, Alter. Okay. Zack. Mal kurz luschern. Wahrscheinlich ist er hier dran, oder? Nicht? Doch. Vielleicht merkt das ja nicht. So. Ich glaube, im Prinzip müssen wir jetzt hier unsere Army sammeln. So, was machen wir jetzt gegen seine Hand? Wir schützen wahrscheinlich einfach eigene, ne? Dann gehen die hier einfach mal noch mit auf Food. Und bauen die Militärakademie neu auf. Ja.
Wir adden hier mal ein paar Kasernen noch. Ich muss das da unten jetzt halten, im Prinzip. Nö! Och nö, er hat sich durch den Wald gearbeitet. Deswegen hat er die Burg da gehabt. Ah, ich bin so dumm. Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's die ganze fucking Zeit nicht gemerkt. Och, nee, wie kann man denn das so verlieren? Ich los, Kopf. Ist das alles so dumm weg, ey. Das ist, glaube ich, wirklich Story of my life, ne? In Age of Empires. Dass ich alle Möglichkeiten hätte. Was halt alles super dumm wegschmeißen. Kein Supply mehr. Ich hab's am Anfang sogar noch gesagt und gesehen, ja. Ach, das war eine komplett unnötige Niederlage. Aber das kriege ich nicht mehr rumgerissen. Das kriege ich nicht mehr rumgerissen. Ziemlich sicher nicht. Ach man, das war nie, das musste ich nicht verlieren. Das war, ich glaube, in dem Match habe ich relativ viel richtig gemacht. Aber ja, jetzt hat er mehr Schaden bei mir angerichtet als andersrum. Vielleicht war es ein bisschen verfrüht gerade, das GG. Weil ich glaube, dadurch, dass ich ihm das jetzt weggenommen habe, er hätte jetzt halt irgendwann während des Gold ausgegangen. Aber ja. God damn it. Nee, das ist also auch wieder so eine Map, wo man sich durch die Mitte durcharbeiten kann. Ich hab's, glaube ich, am Anfang sogar gesagt. Ja, ach, verdammt, er sagt sogar, er hätte nothing left. Shit. Mm.
Scheiße. Er schreibt sogar. GG, I had nothing left. Well damn. Ja. Es war ja wirklich so. In dem Moment, wo ich GG geschrieben habe, war ich so. Ja, fuck, wahrscheinlich war das zu früh. Ja, eben, weil. Ach Mann, ich hab sogar gesagt. Ich habe ihm hier sein Gold weggenommen, ich habe ihm hier sein Gold weggenommen, er hatte nichts mehr. Und ich hatte hier noch ein Gold, wo ich ran konnte. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass ich. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch defended bekommen hätte, aber wahrscheinlich schon. Guck mal, allein das hier. Ah, das ärgert mich jetzt gerade wirklich. Ich habe sogar noch gesagt, ja, ich habe, guck mal, ich habe hier noch 4000 Gold und er hatte halt nichts mehr. Das war mir auch bewusst, dass er nichts mehr haben kann. Ja, okay. Dumm. Sehr, sehr dumm. Da war ich zu. Aber guck mal, ja, letztendlich hatte er trotzdem immer noch, ne, ich glaube, allein durch Verkaufen, hatte er einen Markt, hätte er noch was reißen können. Also ich will es mal so formulieren, das Match war auf Messers Schneide, aber ich habe zu früh gesagt, ich gebe auf, definitiv. Also wir sind am Ende beide nur noch rumgekrepelt. Weil ich hatte halt mit meinen Dorfbewohnern, ich konnte halt auch nirgendwo mehr hin, das war ein bisschen das Problem. Ja gut, damit sind wir in Gold 1 wieder abgestiegen, aber man sieht hier allein dran, sehr, sehr enge Partie. Sehr, sehr enge Partie. Ja. Okay, gut. Das war das, ja, das war das verfrühte GG. Aber, hey, was soll man sagen, jeder kommt mal zu früh zum Schluss, ne? Dann war das in diesem Fall hier auch so. Ach man, schade, 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 schade. Naja, gut. Dann, ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.